Heutzutage ist der ungarische Dialekt von Jiddisch eine von den verspreitesten Varianten von der Luschenrunde der Welt. Nur für was ist das? Ungarische Jiddisch macht der größte Teil von dem Dialekt, was wird heute geredet bei Hasidisch Jiden. Er dankt der Fakt, dass es auch von der größten Hasidischen Gruppe, also wie Satmar, Huppe und Munkacs, sind gegründet geworden in Städtlach, wo sie einen gewähnt Teilen von Molliken Ungarn. In den Jahren nach den Choren, als auch jüdische Leben geblieben ist, wo sie eingeworfen Hasidim, haben euch gebeten, ihre Sprache mit dem adoptierenden ungarisch-jüdischen Dialekt, was vom Gerät des Hasidischen Rebbes, anstatt dem Ungarisch oder Deutsch, was sie haben früher gerät, als mehr assimilierte Jiden. Ungarische Jiddisch, zusammen mit anderen Dialekten von Zentral- und Mitteleuropa, unterscheidet sich stark von dem litwisch-basierten Dialekt, was man redet bei Drogivo und in der jüdischistischen Akademie. Vokalen seien einer von den stärksten Unterschieden. Der Klausprachsatz "Mein Bruder geht daheim zusammen mit der Mumme" klingt etwas so wie "Mein Bruder geht daheim zusammen mit der Mime" auf ungarischen Jiddisch. Ungarische Jiden wenden euch mit anderen Pronomen an. Zum Beispiel ins oder uns anstatt mir und ink anstatt ihr. Auch der Variant von Jiddisch kann man hören in Williamsburg, Borough Park und anderen jiddisch Gegenden, wie euch auf Duolingo, wo es wird gelernt als der Standard der Reusred. Für euch, was haben wir ausprobiert Duolingos Jiddisch-Programm? Sie hat ja gewusst, dass er lernte Dialekt mit seinem Keurum in Ungarn? Gebt uns zu wissen in die Kommentaren und hör auf noch mehr neue Videos.